Nach der Liquidierung der Roten Kapelle in Berlin und der Verhaftung des Kominternfunkers Johann Wenzel in Brüssel gibt es für den sowjetischen Agentenchef in Westeuropa, Leopold Trepper, genannt der Grand Chef, keine Möglichkeit mehr, mit der Zentrale in Moskau Kontakt aufzunehmen. Ab Spätsommer 1942 konzentriert sich das Interesse der Gestapo ganz auf ihn. Zu diesem Zweck hat man im Reichssicherheitshauptamt ein Sonderkommando unter Leitung von Kriminalkommissar Karl Giering gebildet, das sich unverzüglich nach Paris begibt, um die Jagd auf den Grand Chef zu beginnen. Giering, ein erfahrener Kriminalist, und Piepe, der erfolgreiche Agentenjäger der Abwehr, bilden von jetzt an ein unzertrennliches Verfolgerpaar. Zunächst haben sie mit ihren Aktionen nur wenig Glück. Ein fingiertes Diamantengeschäft misslingt völlig. Als Giering und Piepe die Falle zuschnappen lassen wollen, ist der Grand Chef schon längst untergetaucht. Er gibt seinem Sekretär und Freund Hillel Katz den Auftrag, alles geheime Material aus ihrer Tarnfirma Simex verschwinden zu lassen. Mehr Glück haben Giering und Piepe, als sie durch Mittelsmänner erfahren, dass Kent, der wichtigste Mitarbeiter des Grand Chef, mit seiner Freundin Margarete Barsa in Marseille untergetaucht ist und dort das sorglose Leben eines Mannes führt, der vom Krieg Urlaub genommen hat. Sie schicken den Kommunistenexperten Kriminalrat Bömelburg mit dem Auftrag nach Marseille, Kent zu verhaften und aus dem unbesetzten Frankreich nach Paris zu schaffen. Eiskalt erpresst Bömelburg, dem Kents Bindungen an die Jüdin Margarete Barsa bekannt sind, den Agentenchef und zwingt ihn zur Zusammenarbeit mit der Gestapo. Da sich Kent aber konstant weigert, den Grand Chef zu verraten, muss die Gestapo zu einer anderen List greifen. Sie verhaftet den ahnungslosen Simex-Geschäftsführer Corbin und versucht damit, dessen Frau zu zwingen, alles, was sie über den Grand Chef weiß, preiszugeben. Dabei nennt Frau Corbin auch die Adresse des Zahnarztes Dr. Malleplate. Als Trepper zur Behandlung bei Dr. Malleplate erscheint, sind bereits alle Maßnahmen zu seiner Festnahme getroffen. Leopold Trepper, alias Jean Gilbert, sieht ein, dass es keinen Sinn mehr hat, sich zu wehren, und ergibt sich. Bei der folgenden Siegesfeier der Gestapo verrät Giering dem Kriminalrat Bömelburg, dass der Grand Chef nicht liquidiert, sondern umgedreht und für ein Funkspiel mit der Zentrale gewonnen werden soll. Sie steigen hoch ein, wenn das nur schief geht. Müller will den Plan decken. Kaltenbrunner wurde informiert. Tatsächlich? Kaltenbrunner ist dafür? Oh, er ist nicht dagegen. Wie ich ihn kenne, wird er fasziniert sein von der Idee, die russischen Agenten umzudrehen und für uns arbeiten zu lassen. Was wird Himmler dazu sagen? Nichts. Er hat es abgelehnt, Kenntnis davon zu erhalten. Glauben Sie im Ernst, dass die Russen auf sowas reinfallen? Sie merken doch sofort, dass man nur versucht, einen Keil zwischen Sie und die Westmächte zu treiben. Das sind nicht unsere Sorgen, lieber Piepe. Darüber sollen sich die hohen Tiere in Berlin den Kopf zerbrechen. Unsere Aufgabe ist es, das Netz zwischen Moskau und der Roten Kapelle unter Kontrolle zu bekommen. Sonst nichts. Wenn wir alle Spione erschießen lassen, haben wir nicht den geringsten Vorteil. Für jeden toten Agenten kommen zwei neue und wir können wieder von vorne anfangen. Ad infinitum. Nur durch das Funkspiel können wir die Sache in den Griff bekommen. Dann wissen wir endlich genau, wo welcher Agent was tut. Die Russen haben keine Ahnung, dass nicht nur ihre Agenten, sondern sie selbst für uns arbeiten. Ja, das ist sehr kühn, sehr faszinierend, das muss ich zugeben. Aber? Sie wollen dem Feind also echtes Material in die Hände spielen. Informationen über die militärische Lage, Rüstung, Truppenstärke und so weiter. Sorgfältig ausgewähltes Material, versteht sich. Genau kalkuliert, in homöopathischen Dosen. Ich möchte nicht wissen, was das Oberkommando der Wehrmacht dazu sagt. Das OKW hat bereits zugestimmt. Für uns, die rein militärische Abwehr, hat sich die Zusammenarbeit mit der Gestapo ziemlich, schwierig gestaltet. Erstaunlich, dass Sie mich über alles informieren. Um ganz ehrlich zu sein, lieber Piepe, ich brauche Ihre persönliche Hilfe. Die Zeit läuft mir davon, ich bin herzkrank, die Cognac-Pumpe will nicht mehr so recht. Und wenn was passiert, dann sind Sie der Einzige, der das hier zu Ende führen kann. Und jetzt dann werde ich Sie über alles auf dem Laufenden halten. Aber sprechen Sie mit niemand darüber, vor allem nicht mit Bömelburg.
Wenn der das erfährt, dann werde ich sofort aus Gesundheitsgründen abgelöst. Und bevor ich einen kalten Arsch kriege, da muss ich die Genossen geschnappt haben. Sie entscheiden, was mit ihnen wird. Entweder Sie sagen aus und arbeiten mit uns zusammen, oder wir stellen Sie an die Wand. Sie sind kein Verräter, klar, aber wem nützen Sie damit? Sie sollten sich einmal überlegen, ob Sie für Ihre Leute, für Ihr Land, jawohl, für Russland und bitteschön für sich selbst nicht mehr erreichen, wenn Sie mit uns ins Gespräch kommen. Kent haben wir schon umgedreht. Es war verhältnismäßig einfach. Unsere Gegenleistung, keine Hinrichtung, kein Konzentrationslager. Er darf mit seiner Freundin Barza, einer Jüdin, zusammenbleiben. Wohnung in Paris. Leben eigentlich fast wie vorher. Wir beide sind doch Profis, Sie und ich. Es wird Ihnen nicht schwerfallen, meine Absicht zu begreifen. Sie würden an meiner Stelle genauso handeln. Ich würde sagen, der Plan müsste einen Profi doch geradezu begeistern. Ich habe vor, den Funkverkehr zwischen Ihnen und Moskau wieder aufzunehmen, und zwar von Marseille aus. Da steht nämlich immer noch das Funkgerät, das wir bei Kent gefunden haben. Sie und Kent sollen hier in Paris mit uns das Material zusammenstellen, das dann per Fernschreiber nach Marseille weitergeleitet und nach Moskau gefunkt wird. Selbstverständlich senden wir nur Meldungen, die in unserem gemeinsamen Interesse sind. Mit Kent allein geht es auch. Nicht ganz so gut, zugegeben, aber es geht. Er wird dann von Ihrem Ende nach Moskau berichten. Sie hätten alles verraten, um Ihr Leben zu retten, aber man hätte Sie trotzdem aufgehängt. Zu Ihrer Information, Kent arbeitet bereits für uns. Im Augenblick ist er auf dem Weg nach Marseille. Träume, Petit-Chef. Erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Funkstelle Marseille, wie befohlen, eingerichtet, Herr Kriminalrat. Danke. Die Funksprüche, die aus Moskau eintreffen, werden hier verschlüsselt und über den Fernschreiber zum Sonderkommando nach Paris weitergegeben. Umgekehrt ist es genauso. Alle Meldungen, die der da verschlüsselt hat, das werden... Das ist nicht der da, das ist der Petit-Chef, merken Sie sich das? Jawohl, Herr Kriminalrat. Alle Meldungen, die der Petit-Chef in Paris verschlüsseln wird, werden hier per Fernschreiber von uns angenommen. Etwas umständlich, lieber Petit-Chef, zugegeben, aber wir müssen ja damit rechnen, dass Moskau den Standort des Senders anpeilt. Und der muss ja dann in Marseille stehen. Logisch, nicht wahr? Ja. Sehen wir uns den Sender mal an. Zum Wohl, Petit-Chef. Ah, wollen Sie wirklich nichts essen? Tja, ich habe mir Ihre Akte kommen lassen. Allen Respekt. Was die paar Leute da in Brüssel geleistet haben, vor allem unser Petit-Chef, da kann man nur den Hut ziehen. Wenn unsere Spionage so funktionieren würde, dann hätten wir den Krieg längst gewonnen. Verzeihung, Herr Kriminalrat, eine so. Eine große Sorge habe ich. Die Russen dürfen auf keinen Fall dahinter kommen, dass ein neuer Mann an der Taste sitzt. Wieso? Wie sollen Sie denn das? Ein Fachmann, Herr Kriminalrat, merkt sofort, wenn ein neuer Mann funkt. Jeder Funker hat seine eigene Handschrift, nämlich den Anschlag an der Morsetaste. Seinen eigenen Rhythmus beim Geben. Interessant, aber ich kann Sie beruhigen, Lüders.
Unser Petit-Chef hat bereits erklärt und ich glaube ihm, dass sein Funkgerät hier in Marseille noch nicht in Betrieb war. Es gibt also keine Handschrift aus Marseille. Sie werden Kent sein. An der Morse-Taste. Wieder nicht. Probieren Sie nochmal. Immer wieder, immer wieder. Sie haben inzwischen den Funkverkehrsplan geändert. Versuchen Sie es über PTX5. Wenn du uns aufs Kreuz gelegt hast, bist du dran. Moskau. Da endlich. Sofort die Meldung durchgeben. Von Kent an Direktor. Der ruhmreichen Roten Armee unseren Glückwunsch zum entscheidenden Schlag gegen die Hitlerfaschisten in Stalingrad. Technische Schwierigkeiten und Verfolgung durch Gestapo-Agenten hinderten uns ein Jahr lang, unseren Beitrag zum großen vaterländischen Krieg zu leisten. Nach Ausbau eines neuen Sicherungssystems sind wir jetzt in der Lage, unseren Kampf gegen die faschistischen Okkupanten fortzusetzen. Sofort dechiffrieren, Petit-Chef. Na, mach schon. Direktor an Kent danken für brüderliche Grüße und erwidern Sie, beantworten Sie sofort die Kontrollfrage, an welchem Tag starb Ihr Vater? Mein Vater lebt in Leningrad. Verschlüsseln und sofort durchgehen. Die letzten Funksprüche. Direktor an Kent. Kent an Direktor. Kent an Direktor. Bitte. Sie müssen nicht denken, dass wir Sie übers Ohr hauen wollen. Ich werde Ihnen Gelegenheit geben, sich von der Echtheit des Materials zu überzeugen. Persönlich zu überzeugen. Sie sehen, wir sitzen mittendrin in Ihrer Zentrale. Ich brauche mich nur in Ihre Lage zu versetzen. Vertauschte Rollen hätte ja leicht sein können. Was würde ich tun? Was kann man überhaupt in so einer Situation tun? Schweigen und erschießen lassen für nichts und wieder nichts, denn das Funkspiel läuft ja ohne mich. Nein.
Die einzige Chance, noch etwas unternehmen zu können, heißt mitmachen. Die einzige Chance, meine Leute zu retten, heißt mitmachen. Und die einzige Chance, an meine Zentrale heranzukommen, heißt mitmachen. Können Sie mir folgen? Wie ist Ihr Deckname im Funkverkehr mit Moskau? Otto. Wer sind Sie? Wie heißen Sie? Ich bin bereit, Ihnen vieles zu sagen, aber nicht alles. Ist das eine Basis? Ja, einverstanden. Und noch eine Bedingung. Alle Leute, die Sie schon gefasst haben und die Sie... Die wir mit Ihrer Hilfe noch fassen werden? Keine Hinrichtung, keine Konzentrationslager. Sie eingeschlossen, natürlich. Und ich will überzeugende Beweise, dass Sie Ihr Wort halten. Ja, einverstanden. Und jetzt werden Sie sicher Ihren engsten Mitarbeiter, Herrn Katz, bei sich haben wollen. Besorgen Sie mir eine Ansichtskarte vom Eiffelturm. Guten Morgen. Guten Ihre Morgen. Post, Herr Katz. Danke. Leiber! Wir müssen mit diesen Herren zusammenarbeiten, André. Mit uns, Herr Katz. Wenn Sie nicht antworten, hole ich mir von meiner vorgesetzten Behörde die Erlaubnis zum Verschärfenfeuer. Ich frage nochmals. Wer ist Frederik? Beim verschärften Verhör, da... Das halten Sie nicht aus. Also? Nur reden Sie doch. Sie stehen das nicht durch. Wer ist Frederik? Wer ist da? Die Concierge. Was gibt's denn so spät noch? Entschuldigen Sie bitte, Baron. Sie sind Baron Maximowitsch? Ziehen Sie sich an, Frederik. Und packen Sie Ihr Köfferchen. Sie sind verhaftet. Frau von Retter, es muss sich um ein Missverständnis handeln. Gegen Sie liegt ein Haftbefehl vor. Es wird sich alles aufklären. Verstanden Sie auch was? Lassen Sie alle stehen und liegen und kommen Sie mit. Ich wäre Ihnen dankbar, Herr Oberst, wenn Sie sich zur Beantwortung von ein paar Fragen zu unserer Verfügung halten würden. Was soll das heißen, ein paar Fragen? General von Schaumburg wird soeben in Kenntnis gesetzt. Alles andere wird sich sicherlich, wie Sie soeben sagten, aufklären. Wo Großvogel steckt, wissen Sie nicht? Sie werden doch nicht auf ihn verzichten wollen. Er ist in den Süden gefahren, mehr weiß ich nicht von ihm. Sie rücken immer erst dann mit den Tatsachen heraus, wenn man Ihnen die Pistole auf die Brust setzt. Was würden Sie an meiner Stelle tun? Wir haben einen Vertrag geschlossen, Sie und ich. Muss ich Sie immer wieder daran erinnern? Entweder Sie erzählen uns alles, oder wir senden einen Funkspruch nach Moskau. Großvogel hat eine Freundin. Sie heißen Simone Feltaire, geboren am 31. Juli 1919 in Brüssel, ledig. Sie arbeiten in der belgischen Handelskammer und sind die Geliebte von Leo Großvogel. Sie haben ihn zum letzten Mal im November gesehen, kurz vor seinem Verschwinden, so um dem 15. herum. Sie sehen, wir wissen alles, Sie können uns nichts verheimlichen.
Wie sind Sie mit ihm verblieben? Ich habe Sie was gefragt. Er wollte sich mit mir treffen. Wo? Nehmen Sie die Hände hoch. Wer hat diese Verhaftungen angeordnet? Ich will endlich über die Kompetenzen Bescheid wissen. Wer ist Leiter des Sonderkommandos, Sie oder Sie? Herr Piepe, Herr Böhmelburg in seiner Eigenschaft. Ja, bitte. Als hier ist der Mann vom Bahnhof in Rasa, Direktor. Sind Sie geschlagen worden? Nein, mein Herr. Er ist bloß ausgerutscht, Herr Hauptmann. Sind Sie ausgerutscht? Bei Ihnen rutschen ziemlich viele Häftlinge aus, Herr Kriminalrat. Kriminaldirektor, seit vorgestern Kriminaldirektor. Nehmen Sie den Mann mit. Ich stelle fest, in Ihrer Dienststelle werden ungesetzliche Verhörmethoden angewandt. Nach unseren Vorschriften muss für verschärfte Verhöre in jedem Fall eine Genehmigung aus Berlin vorliegen. Verstöße gegen diese Anordnung sind mir nicht bekannt, Herr Biebel. Ausrutschen, ausrutschen. Sie wissen doch ganz genau, dass hier keine Häftlinge ausrutschen. Der Grand Chef ist noch nicht ausgerutscht, Herr Biebel. Man muss eben richtig laufen lernen bei uns. Ich sehe mir diese Schweinereien nicht mehr länger mit an. Das sind Verbrechen im Amt. Ich werde Meldung erstatten. Bitte erstatten Sie. Es freut mich, dass Sie sich neuen Aufgaben zuwenden wollen. Herr Biebel, würden Sie bitte mit mir mal rüberkommen? Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Weshalb ich Sie hierher gebeten habe, wenn Sie bitte Kenntnis nehmen wollen. Die Rote Kapelle fällt ab sofort ausschließlich unter die Kompetenz des Reichssicherheitshauptamtes. Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit. Tut mir leid. Willkommen in Neuilly. Na, was sagen Sie zu Ihrem neuen Domizil? Hier lässt sich doch leben. Hier finden Sie die nötige Ruhe und Konzentration für Ihre Arbeit, die Sie für uns so unentbehrlich macht. Deswegen haben wir auch für Ihre absolute Sicherheit hier gesorgt. Sie können sich hier frei bewegen. Allerdings möchte ich Sie bitten, sich nicht der Einfriedung zu nähern. Sie könnten sonst Unannehmlichkeiten bekommen. Spaziergang absolut freiwillig. Von 10 bis 11 und von 4 bis 5. Die übrige Zeit bitte ich Sie, auf Ihren Zimmern zu bleiben und sich zu unserer Verfügung zu halten. Noch irgendwelche Wünsche? André. Ja? Macht der Grand Chef wirklich mit? Du musst es doch wissen. Was bleibt ihm anders übrig? Und du selbst, Kent? Machst du vielleicht nicht mit? Die Verlustzahlen vom April können wir natürlich nur teilweise durchgeben. Halten Sie das für richtig? Ich würde sagen, je höher die deutschen Verluste, desto größer
wird in Moskau die Illusion, dass Deutschland den Krieg verliert. Übrigens, ich kann hier so nicht arbeiten. Könnten Sie mich dann an den richtigen Tisch hier zum Arbeiten hereinstellen? Ich meine, man müsste doch schließlich verlangen können, dass Sie uns zum Beispiel mal ins Kino führen. Hm? Vincente. Was ist? Ich habe gerade gesagt, es wäre doch sehr angenehm, wenn wir vielleicht mal einen Film sehen könnten. Vergiss nicht, wir sind hier im Gefängnis und nicht im Sanatorium. Trotzdem könnten Sie mal was für uns tun, finde ich wenigstens. Bist du bald fertig? Ja, wenn du mich arbeiten lässt. Was verschlüsselst du denn? Die deutschen Verlustzahlen vom April. Unglaublich hoch. Vielleicht ist der Krieg doch bald aus. Gehen Sie das sofort nach Marseille durch. Jawohl, Herr Kriminalrat. Von Otto an Direktor. Verluste des deutschen Heeres April. 37.000 Tote, 127.000 Verwundete. Die Luftwaffe verlor im gleichen Monat 46 Flugzeugführer und 119 Mann fliegendes Personal. Vom 16. bis 20. Januar wurden zahlreiche deutsche Truppen aus Antwerpen und Umgebung nach Südfrankreich transportiert. 26 Züge zu 40 Waggons, vorwiegend Infanterie. Darunter eine Division, deren Soldaten Fliegeruniformen mit weißen Kragenspiegeln tragen. Die Einheit ist mit schwerer und mittlerer Artillerie sowie mit Panzerabwehrkanonen 7,5 cm ausgerüstet. Von Direktor an Kent. Betrifft Geldanforderung Kent. Wir sind im Augenblick nicht in der Lage, Dollars auf sicherem Weg in die Schweiz zu bringen. Helfen Sie Kent mit Geld aus. Benötigen ferner neue Informationen über die deutschen Truppenbewegungen aus Frankreich nach Osten. Ebenso dringend sind neue Meldungen über den Stand der deutschen Rüstungskapazität in Frankreich. Welche Firmen arbeiten für die deutsche Wehrmacht und was stellen sie her? Dechiffrieren bitte. Ferner ist von größter Wichtigkeit, wie viele Arbeitskräfte in den letzten 3 Monaten von Frankreich, Belgien und Holland nach Deutschland verschickt wurden. Für Otto dringend. Juliette hat vergeblich versucht, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Nächster Treff mit Richard, 6. August, 20.15 Uhr chez Pierre. Keinen Vertreter schicken. Keinen Vertreter schicken. Der Grand Chef wird selbst verlangt. Eine Falle? Nein. Ich bin praktisch seit 2 Monaten vom Erdboden verschwunden, das ist es. Die Genossen sind beunruhigt, wenn ich nicht zu diesem Routinetreff erscheine. Allein, selbstverständlich. Dann wissen sie, dass ich verhaftet wurde. Und wer garantiert mir, dass sie mich nicht aufs Kreuz legen wollen? Ich. Ich konnte 6 Wochen nicht aufstehen.
Mein Herz, die alte Geschichte. Pierre war sehr in Sorge. Wirklich. Juliette hat ein paar Mal versucht, sie zu erreichen. Ich war bei meiner Freundin. Ich brauchte Pflege. Wieder in Ordnung? Ja, ich muss mich nur noch etwas schonen. Aufpassen, dass ich keinen Rückschlag bekomme. Sagen Sie das, Pierre. Mit diesem einen Routinetreff ist es natürlich nicht getan. Ich muss überall wieder dort auftauchen, wo ich früher regelmäßig aufgetaucht bin. Und ich muss auch mit einigen von unseren Leuten wieder Verbindung aufnehmen. Wie gefährlich kann das werden? Für Sie? Habe ich Ihnen bei unserem Treff mit Richard die geringste Schwierigkeit gemacht? Gefährlich für Sie, meine ich. Wenn Ihre Genossen erfahren haben sollten, dass Sie für uns arbeiten, dann sind Sie doch dran. Die werden doch alles versuchen, um Sie so schnell wie möglich mundtot zu machen. Das liegt bei Ihnen und Ihren Leuten. Von mir erfahren Sie nichts. Kent, Katz und die anderen? Nein. Ich brauche auch noch Papiere und etwas Geld. Wenn ich ohne das von einer Kontrolle angehalten werde, von einer französischen Polizeistreife, die verhaften mich doch sofort. Wenn Sie mich dann wieder rausholen wollen, Sie vom deutschen Sicherheitsdienst, dann fliegt die Sache sofort auf. Gar nicht schlecht. Ich brauche mich nur in Ihre Situation hineinzudenken. Was würde ich tun? Das Gleiche wie Sie. Sie warten auf den passenden Moment und dann kommt der Gegenzug. Ich bin am Ende. Ich bin herzkrank. Ich will auch nicht mehr. Sie sind zwar ein perfekter Schauspieler, aber so ganz überzeugen Sie mich noch nicht mit Ihrer Herzkrankheit. Ah, mein lieber Gilbert. Ich habe Sie ja schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Was ist los? Haben Sie Schwierigkeiten? Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Ich war nur krank. Ah, dann bin ich beruhigt. Danke. Nehmen Sie Platz. Ja, danke. Was darf sein? Kaffee und Bier. Sehr wohl. Ah, guten Morgen, Herr Gilbert. Na, lassen Sie sich auch wieder mal blicken. Ich habe Sie lange nicht mehr gesehen. Das ist alles in Ordnung. Ich war krank. Ah, so, ich verstehe. Ja. Ja, danke. Ja, hoffentlich war es nichts Schlimmes. Sie waren lange weg. Ist was passiert? Nichts, gar nichts. Ich war nur krank. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Mhm. Was ist denn los mit Ihnen? Das Herz kann auf sein, bitte.
Eine Tropfen, 20 Tropfen in ein Glas Wasser. Ein Glas Wasser, bitte. Ja, sofort. André! Man hat uns zum Tod verurteilt. Corbin, Maximovic, Annette, Frédéric, Jacques, Pierre, Fernand und Leo. Wo ist Giering? Was ihr da vorhabt, geht nicht gut ab. Lassen Sie sich das gesagt sein. Auch in unserem Beruf gibt es Spielregeln, an die man sich hält. Nur mal schön ruhig, Otto. Ich habe meine Leute nicht zum Abschlachten ausgeliefert. Wenn du dich nicht beruhigen kannst, lasse ich dir eine Spritze verpassen. Haben wir schon jemand umgebracht? Warum wurden meine Leute zum Tode verurteilt? Pro forma, zur Tarnung. Wenn wir das nicht gemacht hätten, wären die Russen doch stutzig geworden. Die Todesurteile werden nicht vollstreckt. Damit liefern wir ihnen doch eine moralisch einwandfreie Rechtfertigung ihrer Zusammenarbeit mit uns. Nicht wahr? Solange wir gut miteinander auskommen, passiert keinem was. Und wenn wir nicht miteinander auskommen? Dann haben Großvogel und Katze eben Pech gehabt. Ich möchte mit Ihnen sprechen, Grand Chef. Ja, bitte. Warum schneiden Sie mich? Schließlich tun wir beide dasselbe. Sie können mir keinen Vorwurf machen. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. In Marseille habe ich mich geweigert. Das gebe ich zu, aber nur aus Vernunftsgründen. Aus reinem Selbsterhaltungstrieb. Und zu Recht, wie ich auch jetzt noch glaube. Na gut. Aber das kann doch jetzt keine Rolle mehr spielen. Kaum. Mit der Gestapo arbeiten Sie genauso zusammen wie ich. Wir sind also quitt, oder? Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, Kent. Das sagte ich bereits. Ist das ein Unterschied, ob ich aufgebe? Oder ob Sie aufgeben? Das verstehe ich nicht. Ich bin für Sie immer nur der Schwarzhändler gewesen. Der Feigling, dem die Frau wichtiger war als der Auftrag und so weiter und so weiter. Na schön. Aber Sie? Ich will den Krieg überleben, Kent. Solange wir leben, können wir noch was tun. Da kann ich dir nicht widersprechen. Leider. Unser Netz hat ein Loch. Naumann hat zwar ausgebracht, dass die Russen hier im Pariser Untergrund einen Sender haben, aber mehr auch nicht. Wenn die spitz kriegen, dass Kent und der Grand Chef für uns arbeiten, dann funken die das nach Moskau und wir können hier einpacken. Aber wie sollten sie? Die Abschirmung unseres Funkspiels funktioniert doch tadellos. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Wer garantiert uns, dass der Grand Chef nicht doch eine Nachricht absetzen konnte?
Tja, da bleibt nur eins, wir müssen den Parteisender ausheben. Von Otto an Direktor. Benötigen dringend Senderöhren und Kondensatoren. Teilen Sie uns bitte mit, wo wir Ersatzteile beschaffen können. Soviel wir wissen, verfügt die Partei über ein Ersatzteillager in Paris. Von Direktor an Otto. Radioersatzteillager, Paris, 20. Bezirk, 44 Rue de Belleville, Hinterhof. Von Direktor an Otto, Radioersatzteillager, Paris, 20. Bezirk, 44 Rue de Belleville, Hinterhof. Zeigen Sie beim Mechaniker eine defekte Stahlbrille und erkundigen Sie sich nach Reparaturmöglichkeiten. Richtige Antwort, wir haben Gläser am Lager. Also, wenn das da stimmt, wenn wir den Sender tatsächlich da finden, dann wissen wir, dass Moskau noch keine Ahnung hat von unserem Spiel. Von wem kommen Sie? Tja, können Sie mir diese Brille reparieren? Wir haben Gläser am Lager. Mach auf, Leon, ich bin's. Achtung, Paul! Führt sie ab. Sehen Sie sich dieses Arsenal hier an. Mir ist schlecht. Was bedeutet sein Tod für uns? Sie brauchen einen Schuldigen. Vielleicht sagen Sie, wir sind schuld an seinem Tod. Sie werden uns abholen. Nein, ganz bestimmt nicht. Aber wir sind zum Tode verurteilt. Ich meine, ich und er. Glaubt ihr, ich bin sicherer als ihr? Giering hat mir sein Wort gegeben, dass die Todesurteile nicht vollstreckt werden. Aber Giering ist tot. Er kann uns jetzt nicht mehr schützen. Ein Mann wie Giering hat dafür gesorgt, dass sein Wort gehalten wird. Sein Tod hat dich sehr getroffen, nicht wahr? Ja. Wir sollten versuchen, uns zu retten. Zu fliehen. Leiber. Nur du bist imstande, uns hier rauszuholen. Meine Herren, ich bin noch dabei, mich durch Aktenberge durchzuarbeiten, um Klarheit über die Situation unseres Sonderkommandos zu bekommen. Ich kann Ihnen also meine Entscheidungen erst in einigen Tagen mitteilen. Eines jedoch möchte ich Ihnen jetzt schon sagen, und zwar ganz klipp und klar sagen. Für den Aufwand, der hier getrieben wurde, ist das Ergebnis äußerst mager, um nicht zu sagen blamabel. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Wollen Sie meinen Platz, Herr Direktor? Nein, danke, ich stehe ganz gern. Da verlangt zum Beispiel Moskau exakteres Material über die Rüstungsindustrie in Frankreich. Und was antworten wir? Material kann leider nicht beschafft werden. Verzeihung, Herr Kriminalrat. Aber wir können den Russen doch keine echte Information liefern. Warum nicht? Wenn wir so weitermachen wie bisher, ist die Funklinie noch höchstens 3 Monate zu halten. Dann ist sie kaputt. Mit diesem simplen Spielmaterial können wir doch einen großen Gegner nicht täuschen. Ich weiß,
Ich habe deine Notiz von Herrn Gehring gefunden. Ich zitiere. Echtes Material sorgfältig auswählen und in homöopathischen Dosen nach Moskau geben. Schön und gut. Herr Gehring in Ehren. Aber wir müssen natürlich schärfer rangehen. Die Neugierde der Russen wach halten. Ihnen immer wieder einen fetten Brocken zukommen lassen. Lauter echtes, solides Material. Moskau muss glauben, dass der Grand Chef noch immer gute Arbeit leistet. Herr Gehring hatte nur ein Ziel. Möglichst viele Mitglieder der Roten Kapelle zu verhaften. Dazu benutzt er eben mal auch so die Funkverbindung mit Moskau. Meine Absichten gehen entschieden weiter. Wir müssen die politischen Möglichkeiten ausschöpfen. Das Einverständnis aller vorgesetzten Dienststellen bis ganz oben hinauf liegt vor. Danke, mein Herr. Verzeihung, Herr Direktor, hätten Sie noch einen Augenblick Zeit? Mhm. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie als Kommunistenspezialist Herrn Gehring den Rat gegeben haben, das Reservelager und den Sender der Partei auszuheben? Ja, in der Annahme gehen Sie richtig. Das war ein großer Fehler. Ach. Wenn die Russen Wind von der Aktion bekommen, dann können wir einpacken. Die Entscheidung lag bei Herrn Gehring. Natürlich. Damit wir uns gleich richtig verstehen, Herr Kriminaldirektor. Als Chef des Sonderkommandos Rote Kapelle nehme ich nur Weisungen des Reichssicherheitshauptamtes entgegen. Gruppenführer Müller hat mir da völlig freie Hand gelassen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie trotzdem meine Mitarbeit weiterhin schätzen? Das sagte ich bereits. Freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit. Hier ist von einem Uzolz die Rede. Wer ist es? Uzolz, Uzolz. Moskau will von Otto einen Bericht über General Uzolz, alias Solja. Ach ja, den Mann wollte Gehring noch ermitteln. Aber der liebe Gott ließ ihm auch dazu keine Zeit mehr. Na, den können Sie ja jetzt liquidieren. Bei mir wird nicht liquidiert. Ja? Versagen, Herr Direktor, Otto will wieder in die Apotheke. Ja, dafür ist jetzt der neue Chef des Sonderkommandos zuständig, Kriminalrat Paulsen. Paulsen? Ich bin der Nachfolger von Kriminalrat Gehring. Kriminaloberssekretär Berg. Sie sehen so deprimiert aus. Haben Sie was? Nein, Herr Kriminalrat. Sie wollen Otto ausführen? In die Apotheke am Bahnhof Saint-Lazare. Er braucht ein Herzmittel, das ihm der Arzt verordnet hat. Das kann doch von Ihnen besorgt werden. Deswegen braucht er doch Otto nicht... muss sich ab und zu mal bei seinen Freunden in Paris sehen lassen. Sonst glauben seine Leute in Moskau noch, der Grand Chef existiere nur in Funksprüchen. Ich habe nichts dagegen, dass Otto hier gezeigt wird. Sehr wohl, Herr Kriminalrat. Der Mann schleppt doch einen Kummer mit sich rum. Ja, ich wollte vorhin nicht davon reden, aber heute genau vor einem Jahr ist seine jüngste Tochter gestorben. 11 Jahre. Ach so, ist ja schrecklich. Könnten Sie ihn nicht seelisch wieder aufrichten? Sie haben noch Theologie studiert. Ja. Und ich bin in Bethel aufgewachsen. Steht alles in meinen Personalakten. Etwas dagegen einzuwenden? Nein. Ja, ich gibt's ja noch einen. Das kann ich nicht. Ich schon mal meine Kleine verwenden. Ich brate. Ja, ja. Tut mir leid, das wäre wirklich die Person. 3,95 €. Krieg ich Bonbons? Ich kann dir leider keine kaufen. Tut mir leid, Monsieur. Ich kann keine Ausnahme machen, nur auf Rezept. Ja, bitte schön. Bitte schön. Ach, danke. Ja, das muss sein. Wahrscheinlich alles kriegen Sie zumindest auf den Weg gehen, ja. Sind Sie das schon da? Ich weiß. Ah, Ihr Rezept? Das geht ja richtig so. Gibt es einen Hinterausgang? Wie bitte? Einen Hinterausgang!
ist der Kerl untergekrochen? Du bist zum Tode verurteilt, Katz. Wir haben dich nur auf Eis gelegt. Wenn dein Grandchef nicht sofort auftaucht, bist du fällig. Wo ist Gilbert? Darf ich mich nach dem augenblicklichen Wohlbefinden von Frau Barsa erkundigen? Wie heißt die Frau, mit der Gilbert zusammenlebt? Ich weiß es nicht. Und von mir erfahren Sie nichts. Bringen Sie uns um. Ich möchte nicht noch mal von vorn anfangen. Mir tut die Hand schon weh. Wie heißt die Frau? Nein, nein. Bitte nicht mehr schlagen. Dann red! Herr Gilbert hat Madame aufs Land gebracht. Er meint, sie wäre dort sicherer, vor Fliegerangriffen. Woher wissen Sie das? Bitte? Sie sagten, er meint, sie wäre dort sicherer. Woher wissen Sie, was Gilbert meint? Ach so, woher ich das weiß? Von Madame May, bei der er wohnt. Im Hotel Larousse. Der hat für 14 Tage vorausbezahlt, der kommt bestimmt wieder. Jetzt glaubt wird selig, sagt er. Warum wird er denn eigentlich von der Polizei gesucht? Für Sie, Herrn Kriminalrat Paulsen persönlich. Bitte. Danke. Ich habe keine Lust mehr, Räuber und Gendarm zu spielen und mich noch dazu von diesem Kerl veralbern zu lassen. Lieber Chef, ich weiß, Sie sind jetzt sehr nervös. Sie müssen mit großen Schwierigkeiten von Seiten Ihrer Vorgesetzten rechnen. Leider kann ich nichts daran ändern. Das ist Ihr Berufsrisiko. Sollten Sie Wert auf meine Rückkehr legen, fordere ich Sie auf, Ihre Nachforschungen sofort einzustellen und alle meine Freunde und Mitarbeiter nicht mehr zu behelligen. Das ist wirklich ein starkes Stück. Ich weiß, Ihre kameradschaftliche Einstellung mir gegenüber zu schätzen. Ja, nicht aufgeben, Paulsen. Wenn die in Berlin erfahren, dass der Grand Chef verschwunden ist, endgültig? Also ich möchte nicht in Ihre Haut stecken. Sie müssen ihn wieder fangen. Warum haben Sie bloß in diese verdammte Apotheke gehen lassen? Moment, Moment. Sie haben nichts dagegen. Sie haben ihn doch schon vor meiner Amtsübernahme regelmäßig in diese Apotheke gehen lassen. Ich habe eine Aktennotiz darüber. Hier, bitte. Wir wollen uns nicht verrückt machen. Wenn Gilbert mit den Widerstandsgruppen Verbindung aufnimmt, dann ist es aus mit unserem Funkspiel. Wahrscheinlich ist Moskau jetzt schon informiert. Wenn ich einen normalen Verbrecher ausschalten will, muss ich ihn erstmal erwischen. Einen Spion aber brauche ich nur unglaubwürdig zu machen. Leuchtet das ein? Das Abitur habe ich mit der Durchschnittsnote 1 bis 2 bestanden. Wenn ich Moskau die Nachricht zuspiele, dass der Grand Chef ein Dreivierteljahr lang für die Gestapo gearbeitet hat, ist er so gut wie ein toter Mann. Und was wird aus dem Funkspiel? Dafür reicht uns Kent. Der lässt sich viel einfacher dirigieren als dieser alte Bock-Grand Chef. Kent braucht man nur daran zu erinnern, dass seine geliebte Jüdin ist. Sie sind schlau, Paulsen, aber nicht so schlau wie dieser alte Bock. Glauben Sie? Ja. Der Grand Chef wird alles versuchen, seinerseits Kent als Verräter zu entlarven. In genau einer Stunde wird ein Fahndungsplakat in ganz Paris erscheinen. Nehmen wir an, Sie hätten als Agentenchef in Marseille lange, zu lange nichts mehr vom Grand Chef gehört. Sie fahren nach Paris, um sich Klarheit zu verschaffen und sehen diesen Steckbrief. Wie reagieren Sie? Ein Mann wie ich muss genau nachdenken. Richtig? Ich frage bei der Zentrale in Moskau nach, was mit Otto los ist. Bitte?
Von Kent an Direktor. Was ist mit Otto passiert? War in Paris und sah überall Ottos Steckbrief. Danach soll Otto aus einem deutschen Gefängnis entkommen sein. Bitte um Anweisung, ob ich versuchen soll, mit Otto Verbindung aufzunehmen. Wo ich hingehe, überall begegnet er mir mit Misstrauen. Kannst du mir das erklären, Claude? Die Genossen sind in letzter Zeit vorsichtiger geworden. Sie haben zu lange nichts von dir gehört. Ich musste untertauchen. Die Gestapo war hinter mir her. Es wird behauptet, du hättest mit der Gestapo kollaboriert. Wer? Wer behauptet das? Geschwätz von Leuten, die keine Ahnung haben, was es heißt, illegal zu arbeiten. Unter solchen Umständen. Idioten. Aber sie geben die Befehle. Es sieht schlecht aus für dich. An deiner Stelle würde ich verschwinden, untertauchen. In der Metro, in jedem Bus an jeder Straßenecke hängt mein Steckbrief. Plakate, so groß. Ich kann nirgends mehr hingehen, außer zu euch. Und ihr schmeißt mich raus wie einen räudigen Hund. Er wird jetzt telefonieren, du weißt, was das heißt. Ich würde an deiner Stelle nicht warten, bis er zurückkommt. Hey. Was ist? Wo ist Pierre? Pierre? Pierre. Es gibt keinen Pierre hier. Wo Pierre ist, will ich wissen. Verschwinde oder ich rufe die Polizei. Du wirst mir jetzt sofort sagen, wo Pierre ist, oder ich bring dich um. Wo ist Pierre? Wo ist Pierre? Hau ab, du verdammter Hund, du! Pierre! Komm raus, ich hey, brauch François, dich! François, topf dem Kerl das Maul! Stopf dem Schreihals das Maul! Zieh Leine, du Mistkerl, du Schweinehund, du Dreckskerl! Scheiße! Seit 8 Wochen lebe ich wie ein Clochard. Ohne Ausweis, ohne Lebensmittelkarten, ohne Unterkunft. Und ihr fragt mich, was ich hier will. Was habt ihr gegen mich? Habe ich die Pest? Noch viel schlimmer. Die Zentrale sagt, du bist ein Verräter. Das ist nicht wahr. Du meinst also, die Zentrale in Moskau lügt? Nein, nein. Sie wurde nur falsch informiert. Von wem? Von dir? Von der Gestapo, ich weiß es! Es ist den Deutschen gelungen, Funkkontakt mit der Zentrale aufzunehmen. Sie haben echte Nachrichten mit falschen vermischt, um Moskau zu täuschen. Um Informationen über unser Netz und alle illegalen Organisationen zu bekommen. Und wer hat Ihnen die Informationen gegeben? Nicht ich. Der Direktor persönlich. Er konnte doch nicht ahnen, dass am Funkgerät der Gegenstelle die Gestapo sitzt. Die Gestapo und ein Verräter. Die Zentrale hat alles durchschaut. Eben nicht. Die Zentrale durchschaut nur das, was sie nach dem Willen der Gestapo durchschauen soll. Versteht ihr das denn nicht?
Die Deutschen arbeiten mit zwei Sendern, Genossen. Der eine arbeitet in Paris unter meinem Namen, der andere funkt von Marseille aus unter dem Namen Kent. Ich bin geflüchtet, um die Zentrale vor dem Funkspiel zu warnen. Aber die Genossen in Moskau vertrauen nicht mir, sondern dem Mann, der aktiv für die Gestapo arbeitet. Kent ist der Verräter, nicht ich! Ich doch nicht! Ihr glaubt doch nicht im Ernst, ich bin ein Gestapo-Spitzel. Ich, der Grand-Chef. Genossen, ihr müsst die Zentrale unter allen Umständen warnen. Die Zentrale hat uns schon gewarnt. Meidelt Otto. Die Partei soll kein Stück Brot mehr von ihm nehmen. Er ist ein Verräter. Sie haben es geschafft.